Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir fangen eine neue Serie an, die Geheimakten-Serie. Wobei das erste Spiel hieß einfach nur Geheimakte Tunguska und nachdem sie dann mehrere Spiele noch veröffentlicht haben, hieß es dann Geheimakte Doppelpunkt und dann was anderes. Aber egal. Also Geheimakte Tunguska, drei Spiele gibt's und ein Spin-Off-Spiel. Wurde von Animation Arts 2006, Entschuldigung, veröffentlicht. Und ja, Animation Arts gibt es heute auch noch. Die haben 2023, also letztes Jahr, das Point-and-Click-Adventure Monolith veröffentlicht, das ich, glaube ich, gehört habe, dass es sehr gut sein soll. Naja, aber egal. Wie gesagt, das hier ist ihr Erstlingswerk gewesen und es ist ein richtiger Klassiker. Und widmet sich... Ja, das ist auch relativ klar, denke ich, dieser Tunguska-Katastrophe. So, ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal ein neues Spiel beginnen und das uns einfach mal anschauen. Bist du da? Was? Papa? Was ist denn hier los? Papa? Die angelehnte Eingangstür, dieses Chaos hier und von meinem Vater keine Spur. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich sollte mich besser mal auf die Suche nach ihm machen. Ja, dass da was passiert ist, das haben wir schon gesehen gehabt im Anfang jetzt. Sehr mysteriös das Ganze. Ich habe das Spiel schon mal gespielt gehabt, es ist aber wirklich schon sehr, sehr lange her. Und fandet ihr nicht auch, dass der Vater von, das ist übrigens Nina, unsere Hauptfigur hier, dass der Vater von Nina irgendwie aussieht wie Harrison Ford? Oder kam mir das nur so vor? Also... Gerade halt ein etwas älterer Harrison Ford, also so wie man jetzt auch momentan halt sieht. Also mir kam der sehr, sehr danach vor, wie wenn der aussehen würde. Würde sehr gut dazu reinpassen, wenn das Ding verfilmt werden würde. Okay, was haben wir denn alles? Wir haben auf jeden Fall einen Schlüsselbund. Ich glaube, das ist einfach nehmen und die rechte Maustaste. Ja, da sieht man es auch schon. Ein Augenzeichen dran zum Anschauen. Die Schlüssel fürs Motorrad und für meine und Papas Wohnung. Dazu ein paar, die ich beim besten Willen nicht mehr zuordnen kann.
Ja, das, wer kennt dieses Problem nicht? Da drüben, das ist dann das Menü, da brauchen wir aber jetzt gerade nichts zu machen. Zähne untersuchen, finde ich sehr schön. Gibt es das auch als Hotspot? Ja, Leertaste funktioniert auch. Und wir haben ein Tagebuch. Tagebuch Chaos. Berlin, Museum. Nina wollte sich heute mit ihrem Vater in dessen Büro treffen. Doch alles, was sie vorfindet, ist ein heilloses Chaos. Was ist hier passiert? Ja, das wollen wir alle wissen. Rätselhilfe, wenn während des Spiels oben links das Symbol für die Rätselhilfe eingeblendet wurde, finden Sie hier eine kleine Hilfestellung. Okay, hier kommt man also auch, wenn man mal nicht weiterkommt, auch weiter. Aber nur, wenn da so ein Zeichen aktiviert wird. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal um. Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild, was Ordnung angeht. Aber so schlimm sieht es ja nicht einmal bei mir zu Hause aus. Die Karte zeigt einen Ausschnitt von Sibirien. Keine Ahnung, warum mein Vater die hier aufgehängt hat. Oh, da können wir sogar was nehmen. Die Schale ist innen schon etwas porös. Ja, also Ninas Vater scheint nicht nur irgendwie angegriffen worden zu sein und ich schätze mal getötet worden zu sein. Man hat ihn anscheinend auch verschleppt, weil sonst hätten sie ihn ja draußen auf dem Flur gesehen. Da haben wir noch Glasscheiben. Nee, ein Foto. Rahmen und Glas sind völlig zersplittert und das Foto wurde in der Mitte durchgerissen. Ja, das sieht so aus, als ob da tatsächlich noch jemand was gesucht hat, nachdem der Typ da gewesen ist. Dieser Kapuzentyp. Ein Foto von Papa auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958, Wladimir Kalenko und... Ich kenne das Foto, aber wer war nochmal der andere Typ auf dem Bild? Und warum wurde das Foto zerrissen? Ich werde es mal in mein Tagebuch kleben. Vielleicht hat das Bild irgendeine besondere Bedeutung. So, zerrissenes Foto, Berlin, Museum. Ein Foto von Ninas Vater auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958, Wladimir Kalenschkow und auf dem Bild war ursprünglich noch ein anderer Expeditionsteilnehmer. Aber wer und warum wurde das Foto zerrissen? Ja, gute Frage. Das ist jetzt im Inventar, im Tagebuch drin, das heißt deswegen nicht im Inventar hier. Da fehlt eine Münze. Da kann man sich nicht groß anschauen. Doch, hier ein Zettel. Auf dem Zettel steht, und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Ja, klar, da müssen wir jetzt wahrscheinlich die... Mitnehmen will ich die nicht und ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer, was ich damit machen soll. Ja, ich hätte gesagt gehabt, das müssen wir, nach wie es im Zettel steht, es so einreihen, dass die nicht, wie es jetzt ist, im Ding sind. Also hier dürfte zum Beispiel dann auch keine von den Dingen hin, weil das dann auch wieder da wäre. Aber im Moment können wir anscheinend nichts machen da. Hier scheint eine Münze zu fehlen. Ja, das ist dafür da, dass du hier... Mitnehmen will ich die nicht. Wobei doch, die Münze fehlt wahrscheinlich. Naja gut, schauen wir uns weiter um. Mit dem Ventil kann man die Heizung bei Bedarf entlüften. Wollen wir das wirklich machen? Wenn ich das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Ja, dafür haben wir die Schüssel. Ich wüsste nur nicht, für was wir das brauchen. Ups, vielleicht hätte ich das Ventil nicht ganz so weit aufdrehen sollen. Da ist eine Menge Wasser rausgekommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Schüssel mit Wasser. Auch nicht schlecht. Der Heizkörper ist lauwarm. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Eine Auszeichnung der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ich glaube, die gab es für eine der Expeditionen, die mein Vater in den 50er und 60er Jahren unternommen hat. Ein Bild von der Hochzeit meiner Eltern. Ich glaube, Papa hat ihren Tod bis heute nicht verkraftet. Okay, ich glaube, das war's dann hier. Die Karte hatten wir, den Rechner hatten wir.
Da haben wir noch, was ist das hier? Ein Telefon. Da können wir natürlich gleich mal... Die Akten sind teilweise rausgerissen und über den Boden verteilt. Mein Vater war das bestimmt nicht. Da muss jemand etwas dringend gesucht haben, der es sehr eilig hatte. Ja, wahrscheinlich der Kapuzentyp, den wir gesehen haben, aber das weißt du ja nicht. Gesteinsbrocken, und dann können wir mal versuchen, auch wo anzurufen. Vielleicht bei der Polizei? Da scheint irgendwas in den Stein eingeschlossen zu sein. Es schimmert rötlich-violett. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie rausholen? Das Bürotelefon. Privatgespräche sind strengstens verboten. Was auch immer hier passiert sein mag, ich rufe besser mal die Polizei an. Genau. Polizeileitzentrale Berlin. Hallo, Nina Kalenko hier. Sie müssen schnell jemanden vorbeischicken. Mein Vater ist spurlos verschwunden. Seit wann? Keine Ahnung. Ich wollte mich auf seiner Arbeitsstelle mit ihm treffen, aber er war nicht da. Stattdessen ist hier alles durchwühlt. Ist Ihr Vater geistig gestört oder suizidgefährdet? Was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, dann können wir nichts machen. Erwachsene Personen können nur bei Lebensgefahr oder in Ausnahmesituationen als vermisst gemeldet werden. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Beruhigen Sie sich erstmal wieder. Ihr Vater wird bestimmt irgendwas Wichtiges zu erledigen haben und sich bald melden. Machen Sie sich keine Sorgen. Was Wichtiges zu erledigen? Hallo, haben Sie mir zugehört? Hier sieht es aus wie nach einem Erdbeben. Meinen Sie, er hat das Chaos selbst angerichtet und sucht nun nach der Putzfrau? Wie gesagt, ich kann da leider gar nichts für Sie tun. Tut mir leid. Prima, herzlichen Dank. Sie waren mir eine große Hilfe. Toll, muss ich denen erst zwei Finger schicken, damit die mal aus dem Quark kommen. Ganz ehrlich, das ist tatsächlich nicht so der Fall. Glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. Weil wenn hier wirklich eingebrochen worden ist und danach sieht es hier eigentlich aus, müssen sie definitiv jemanden schicken. Vor allem, wenn hier eingebrochen worden ist und eine Person verschwunden. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polizei wirklich so handeln würde und einen abwürgen würde. Nee, nochmal tue ich mir dieses Ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen, bestimmt nicht an. Wie gesagt, es sieht ja nach Einbruch aus und das hat sie ja auch gesagt gehabt. Naja, gut. Versuch was wert. So, da geht's raus, aber wir haben hier auch noch was. Wir haben hier eine Maschine und wir haben einen Glaskolben. Okay. Ein Glaskolben? Der kommt mit. Wie in allen Adventure-Spielen, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Ich glaube, hier werden die Gesteinsproben einer ersten Analyse unterzogen. Könnten wir vielleicht die Gesteinsprobe, die wir hier haben, mal eine Untersuchung machen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Na, no, vielleicht können wir es auch nicht machen. Hehe. Ich habe keinen blassen Ja. Ich wüsste auch nicht, wie man das machen soll. Aber vielleicht hättest du es ja gewusst. So, ist hier draußen noch irgendetwas? Aus dem Büro dröhnt laute Musik. Dass mein Vater da drin ist, halte ich bei dieser Art von Musik zwar für unwahrscheinlich, aber vielleicht kann man mir sagen, wo er abgeblieben ist. Dann sollten wir mal da reingehen. Da hängt ein provisorisches Türschild mit dem Namen Max Gruber. Eine Aloe Vera Pflanze. Für die Haut ab 40. Kannst du damit was machen? Ja, du kannst dir ein Stück nehmen. Auch nicht schlecht. Er gluckert leise vor sich hin. Sollen wir dann... Nee, wir bleiben erst noch kurz hier. Das richtige Türschild haben die wohl aufgrund der derzeitigen Renovierung abmontiert. Jetzt hängt da einfach nur ein Pappschild mit dem Namen meines Vaters. Die Liste vom örtlichen Pizzadienst. Eine Info über den bevorstehenden Bau eines Sendemastes in der Nachbarschaft. Ein Typ namens Schamberger, der seinen Hund Whisky vermisst. Soweit ich das überblicken kann, also nichts von Interesse. Nee, hört sich wirklich nicht danach an. Ich nehme mal an, dass da die Sicherungen drin sind. Ich schätze mal, wir kommen da nicht rein und wir müssen die Sicherung rausmachen, damit wir reinkommen, damit er uns hört. Schätze ich mal. Die Tür scheint von innen blockiert zu sein und die Musik aus dem Zimmer ist so laut, dass mein Klopfen wohl nicht zu hören ist. Deswegen hätte ich gesagt, wahrscheinlich die Sicherungs... Ja, das sieht ja cool aus. Die Sicherung rausmachen, damit wir da hinkommen. Kommen wir hier raus zur Halle? Tatsache. Wow. Es hieß ja ein Museum, aber damit mit Dinosaurier habe ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Okay, dann bleiben wir vielleicht doch erstmal hier. Schauen wir mal, geht dieser Sicherungskasten auf? Der ist verschlossen. Ach, war klar. Und du hast bestimmt nicht den Schlüssel, oder? Nee, doch. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Ja. Mit dem Wasser wahrscheinlich auch nicht. Hui, es wird einen Kurzschluss geben.
Nee. Geht aber nicht. Okay, dann müssen wir wohl doch erstmal rausgehen hier. Okay, das hätte ich mir gleich machen können. So, was haben wir denn da alles? Das ist ein Fluchtplan mit allen Räumen des Museums. Wobei der nicht aktuell ist, da zurzeit ja einige Räume wegen Renovierungsarbeiten gesperrt sind. So. Können wir hier was machen? Nö, nicht wirklich. Na gut. Da haben wir nochmal eine Liste. Auf der Liste stehen die Mitarbeiter des Museums. Wissenschaftlicher Leiter Wladimir Kalenko, Büro 5. In Büro Nummer 4 befindet sich dieser Max Gruber. Ihr Vater und Max Gruber und das war's anscheinend. Ausgang, gehst du raus? Irgendwas stimmt hier nicht. Und solange ich nicht weiß, was mit meinem Vater ist, gehe ich hier nicht weg. Alles klar. Hab ich auch nicht angenommen, aber ich wollte es trotzdem mal probieren. Hallo, der Dino. König der Saurier. Selbst die Nachbildung wirkt noch ziemlich furchterregend. Begegnen möchte ich dem jedenfalls lieber nicht. Aber eine cool gemachte Statue von dem, finde ich. Was ist das hier noch, eine Lampe? Sie bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Die lasse ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Okay, außerdem haben wir noch den hinteren Bereich und ich glaube, das war's. Gibt's die Dinger, ich weiß gar nicht, kann man da auch irgendwie scrollen? Nee, hier auf jeden Fall nicht. Also, ihr wisst, was ich meine, dass man das nicht nur dieses Bild hier da ist, sondern dass das Bild größer ist und man kann noch nach rechts oder nach links gehen. Keine Ahnung, ob es das im Spiel hier gibt, aber hier jedenfalls erstmal nicht. Dann gehen wir mal nach hinten. Erstmal alles ein bisschen so sich anschauen. Oh, da ist was, ein kleines Tattoo hin. Und das sah aus, als ob da mal ein Plakat gewesen ist. Ich höre Geräusche aus der Statue. Da scheint jemand drin zu sein. Vielleicht. Da ist eine versteckte Tür. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch nicht, wie heißt's, dass da was gewesen ist, sondern eine Tür. Ah. Interessant. Eddie, was machst du denn hier drin? Oh, Frau Nina. Sind die noch da? Noch da? Wer? Sie. Sie kamen. Ich konnte sie nicht sehen. Aber plötzlich wusste ich, dass sie da sind. Mich überkam panische Angst. Ich musste mich verstecken. Und dann sah ich sie. Oh, sie schienen zu schweben. Ich konnte sie nur ganz verschwommen sehen. Die Luft vibrierte. Sie sprachen nicht, aber diese Stimmen. In meinem Kopf. Hunderte von Stimmen. Eddie, hast du wieder getrunken? Nein, nein, ich habe nichts getrunken. Wirklich nicht. Naja, zumindest nicht viel. Aber sie waren wirklich da. Ich konnte sie sehen. Ich konnte sie fühlen. Ich habe mir das Ganze nicht eingebildet, glauben Sie mir. Diese schwarzen Umhänge mit diesen knochigen Fingern. Das werde ich nie vergessen. Ist ja gut, Eddie. Komm erst mal raus da und beruhig dich wieder. Der arme Kerl ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte nachher nochmal mit ihm reden, wenn er sich wieder etwas beruhigt hat. Ja, also das, was wir in der Zwischensequenz gesehen haben. Also wenn mir so einer begegnen würde, wäre ich auch nicht gerade, wie soll ich sagen, froh, munter, Dings, sondern würde mich auch irgendwo verkriechen. Ja. Wir haben einen Schlüssel. Lasst mich raten, das ist für den Sicherungskasten. Ein Schlüssel? Den muss Eddie hier verloren haben. Nee, also da würde ich mir auch Reißaus nehmen, wenn mir so einer begegnen würde. So, was haben wir denn sonst noch alles hier? Kaum vorstellbar, dass ein Dino mit solchen Hörnern ein reinrassiger Vegetarier war. Man sollte sich wohl auch besser nicht allzu sehr darauf verlassen. Warum nicht? Das ist auch noch zur Verteidigung teilweise. Auf den Schaubildern geht es darum, ob und wie Asteroiden und Meteoriten für das Aussterben der Saurier verantwortlich gewesen sein könnten. Wenn ich mir die beschriebenen Auswirkungen so anschaue, scheint die Theorie auf jeden Fall sehr plausibel. Okay, und ich glaube, das war's. Mehr haben wir hier tatsächlich nicht zu machen.
Dann lasst uns mal nach oben wieder gehen. Und mal die Sicherung für Max Gruber rausmachen. Glück gehabt. Der Schlüssel passt. Ich werde mal die ungesund laute Musik von diesem Max Gruber auf ein erträgliches Maß reduzieren. Verdammt, und ich habe nicht gespeichert. So ein Dreck, bis ich das alles wieder hingekriegt habe, vergehen Stunden. Ups. Herr Gruber, bitte lassen Sie mich rein. Ich muss mit Ihnen reden. Was? Wie? Moment, gleich. Hallo, Sie sind Nina Kalenko, ja? Ja, woher wissen Sie das? Ihr Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Freut mich wirklich, Sie endlich mal kennenzulernen. Wollen Sie Ihrem Vater ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter schauen? Ich wollte mich eigentlich mit ihm treffen, aber als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen und sein Arbeitszimmer war Chaos pur. Ach ja, und Eddie hockte völlig verstört in der Nachbildung des Tyrannosaurus Rex und stammelte irgendwas von schwebenden Gestalten. Hört sich ja nicht gerade nach der strikten Befolgung der Arbeitsvorschriften an, aber mich trifft keine Schuld, bin seit Stunden nicht mehr aus dem Büro raus. Was sagt denn Ihr Vater dazu? Genau darum geht's. Er ist weg. Weg? Wie weg? Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie haben wirklich gar nichts mitbekommen? Nein, leider nicht. So, jetzt haben wir auch Dialogauswahl. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob wir da sowas bekommen hier. Arbeit, Vater und Eddie. Fangen wir mal vorne an. Das Zimmer meines Vaters sieht durchwühlt aus. Wissen Sie, woran er in letzter Zeit gearbeitet hat? Nicht so genau. Eigentlich sollte er Inventur machen. Er wird ja gerade renoviert. Ja, ich weiß. Aber? Aber er hat kürzlich erwähnt, dass die Inventur für ihn derzeit nebensächlich sei. Irgendwas Wichtiges sei dazwischen gekommen, um das er sich erst einmal kümmern wollte. Sie wissen aber nicht zufällig, was das war. Nein, wie gesagt, ich war auch schwer im Stress. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas aufgefallen? Irgendwelche seltsamen Vorkommnisse? Hat sich mein Vater anders verhalten als sonst? Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns aber in den letzten Tagen nicht oft gesehen. Ich war ziemlich im Stress und er schien auch sehr viel zu tun zu haben. Schade. Vielleicht sollten Sie die Polizei einschalten. Das Ganze hört sich ja doch etwas beunruhigend an. Ja, habe ich schon versucht. Aber die scheinen nicht sehr interessiert am Verschwinden meines Vaters zu sein. Und Eddie noch. Der Hausmeister war irgendwie völlig durch den Wind. Stammelte etwas von Typen in schwarzen Roben und seltsamen Stimmen. Eddie? Sie wissen doch, er ist ein echt lieber Kerl, aber... Er greift gerne zur Flasche, ich weiß. Aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Er schien wirklich Angst vor etwas zu haben. Naja, wenn hier wirklich jemand war, könnte Eddie schon was davon mitbekommen haben. Und in Kombination mit seiner lebhaften Fantasie und einer Flasche Whisky? Ja, aber ich denke, ich werde trotzdem nochmal mit ihm reden, sobald er sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Er ist der Einzige, der mir vielleicht weiterhelfen könnte. Wenn wir ihn wiederfinden, der ist ja irgendwie abgehauen. Wird aber wahrscheinlich noch irgendwo im Gebäude sein, schätze ich mal. Ich werde mal weitersuchen. Mir geht es nur allmählich so wie Eddie. Ich bin völlig verwirrt und so langsam kriege ich wirklich Angst. Wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin hier. Okay, vielen Dank. Können wir uns da auch weiter umschauen? Anscheinend nicht. Okay, das heißt wohl, als nächstes sollten wir mal Eddie suchen gehen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir wieder mit Max reden. Ja gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, machen wir hier mal einen kleinen Break und bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir das Projekt zusammen machen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen dann. Tschüss.